Ihr seht. Ja. Einen Baum mit insgesamt 5 Krähen. 3, die in Nestern sitzen, und 2 weitere, die weiter oben sind und euch neugierig betrachten. Seid ihr alle in der Initiative oben in der Kampfreihenfolge drin? Ja. So, offensichtlich ist Kampf, ja. Ja, nee, warte. ich bin nicht drin. Doch, nee, stimmt, du fehlst. Jetzt müsstest du auch mit drin sein? Ja, soll ich Initiative würfeln oder macht das automatisch? Ich kann für euch alle würfeln. Ihr könnt aber auch sagen, ich soll. Ihr wollt alleine würfeln. Allein würfeln oder würfeln lassen? Naja, ihr drückt da drauf. Ihr drückt drauf. Drückt da drauf. Ich bin extrem langsam. Nun. Ihr seht die Krähen, die sich aufplustern und anschreien. Und der Kampf beginnt. Oh, ich bin auf dem Wagen geblieben. Alana. Alan. Du besitzt Waffen. Du besitzt Krallen. Du besitzt einen formidablen Degen. Eine Nadelklinge. Im Kampf ist es wie folgt. Ihr habt eine Aktion und eine Reaktion. Eine Aktion wäre zum Beispiel zu jemanden in eurer Reichweite. Was Laufen angeht, das wäre... Wo steht das bei euch? Geschwindigkeit. Ihr dürft euch in Geschwindigkeit in Schritt bewegen. Wo siehst du Geschwindigkeit? Dass ich kurz... wo siehst du Geschwindigkeit? Auf dem Charakterblatt Eigenschaften. Auf dem rechten... Kampf, sorry, deswegen. Ja, bei der rechten Seite. Lebensenergie, Regeneration, Seelenkraft, Zähigkeit und dann kommt Geschwindigkeit. Du kannst dich also auf gut Deutsch 6 Schritt bewegen. Und ein Schritt ist ein Feld, oder? Das müssen wir gerade mal kurz messen. Sieht so aus. Yep. Okay. Weil ist ein 7 Schritt durchmessender Baum, das ist schon ziemlich groß. Ein Schritt entspricht 1 Meter. Du kannst dich ungefähr 2 Meter neu positionieren. Das ist eine freie Aktion. Okay. Also quasi, du könntest jetzt zu Krähe 2 hinlaufen und sie dann noch angreifen. Welches Krähe 2? Die dir am nächsten ist. Die also. Achso. Wenn du drüber hoverst, müsste doch der Name drunter stehen, oder? Nein. Steht nicht. Es sind gar keine Namen drüber. Wir haben nur bei uns selbst die Namen drunter stehen. Gut, Erscheinung, wo kann ich denn das einstellen? In den Token Properties. Wenn du das Blatt offen hast, dann oben auf die Eigenschaften. Auf erweitert? Token Properties. Ja, da muss es irgendwo sein, dass ob du es nur selber siehst als Besitzer des Tokens oder ob es alle sehen können. Das ist hier ein bisschen unterschiedlich, wo genau das steht. Spiegeln, ID. Namen anzeigen, immer. Wo aktualisieren? Ja, Funds. Ja, also Krähe sehen wir jetzt. Ah ja, Krähe 2. Ja. Aber nur so, Krähe 2. Warte doch mal. Okay, sorry. Nee. Ich bin doch nicht so schnell. Ich weiß, ich sehe nicht, was du tust. Deswegen sage ich dir lieber, was ich sehe, damit du einschätzen kannst. So, du könntest jetzt quasi zu Krähe 2 hinlaufen und diese angreifen, wenn du willst. Du kannst, du hast aber derzeitig, was wichtig ist, deine Waffe noch nicht gezogen. Korrekt. Das Ziehen einer Waffe. Symbole, die an mir dran sind. Das oben drüber, dieser Anker, bedeutet, dass du behindert bist. Ja, es klingt. Dass du eine Behinderung hast. Wenn du auf deinen Charakter gehst und auf Status. Belastung heißt das. Entschuldigung. Ja. Auf Status. Hast du den Zustand? Ja.
Belastung. Das bedeutet, dass dir etwas abgezogen wird. Wenn es dazu kommt. Wenn du deine Ausrüstung allerdings gerade fallen lässt, wir nehmen einfach an, du hast alles in deinen Rucksack gepackt, was gerade nicht wichtig ist, und diesen fallen lässt, würdest du die Belastung loswerden. Das zweite ist seit neuestem dazugekommen, ich weiß nicht warum. Das sind deine Zustände, die du durch deine Vorteile und Nachteile hast. Ah, ich sehe. Zum Beispiel Schlossknacker, ja. Persönlichkeitsschwäche, Eitelkeit. Unsichtbar. Ja. Ich mach mich unsichtbar. Nee. Finger weg. ja, ich ziehe meine Nadelklinge. Ja. Elegant. Und lege sie auf die Krähe 2. Gib das Funkelstück zurück. Die guckt sich, legt den Kopf so ein bisschen schräg und macht. Und dann müsstest du auf Zug weitergeben gehen. Zug beenden, ne? Ja. Da ist ja noch eine. Ja. Oh Gott. Es sind insgesamt 3. Ich dachte 5. Ja, es sind derzeitig 3. 5 insgesamt. Achso, im Kampf sind gerade 3 nur. Diese Krähe schaut, legt den Kopf ebenfalls schräg und versucht auf Nero vom Fass zuzufliegen. Ach Quatsch, nicht messen. Bin ich blöd. Die fliegt auf dich zu, landet vor dir, breitet ihre Schwingen aus und macht. Ist das bedrohend oder? Ja, sie macht einfach bloß Kra. Kra. Ja. Nero. Beleidigungsfechten. Ja. Es klingt so ähnlich wie: Du siehst aus wie eine Kuh. Und deine Mutter war eine Salatschüssel. Das ist aber nicht die richtige Antwort. Ey, hör zu, wir wollen wirklich keinen Ärger, wir wollen nur das Glitzerding zurück, damit wir weiter können. Und dann sind wir auch schon weg. Wir wollen keinen Stress, ihr wollt keinen Stress, lasst uns das doch einfach so regeln. Sie gucken dich, du wirst komplett ignoriert. Deine gesamte Ansprache war so: Hallo Wand? Okay. Dann. Hat das meine Aktion verbraucht? Nein, das reden nicht. Nein. Ich glaube, so kommen wir hier nicht weiter. Kann ich mich umschauen als Aktion und kann versuchen herauszufinden, wer von denen das Glitzerteil hat? Du kannst versuchen, mit Sinnesschwerfe erschwert um 3. In die Nester hineinzuspähen. Sinnesschärfe erschwert um 3. Du siehst, dass wohl in diesem oberen Nest ein glitzendes Stückchen liegt. Ob es nun genau das ist, was ihr sucht? Weißt du nicht. Ich glaube, es ist da vorne bei Krähe 1. Das ist übrigens Krähe 1 und die anderen nennen wir 2 und 3. Das ist aber seltsam. Ja, und nachdem ich das mitgeteilt habe, bin ich fertig. Na dann, Irana. Ich hab da so eine schlechte Eigenschaft. Muss ich würfeln? Hm, welche hast du denn? Verzeihung, Jagdfieber. Du kannst gerade entscheiden, ob du es ausspielst oder nicht. Ich denke mal schon, doch. Das wird witzig. Das ist einfach nur Willenskraftprobe, richtig? Ja. No. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp.
Du siehst einen starken, großen, einen würdigen Gegner vor dir stehen. Dieser blustert sich auf. Du siehst das, ja, Schwarze in den Augen, das Glänzen. Was willst du machen? Muss ich den Speer ziehen oder habe ich den in der Hand? Ein Speer brauchst du nicht ziehen. Zweihandwaffen hat man meistens, wenn es keine Klingen sind, als Wanderstab oder ähnliches in der Hand. Schwerter, Dolche und ähnliches werden meistens weggesteckt. Dann würde ich ein Stück nach vorne balancieren über den Ast und würde die Krähe angreifen. Du als Katze hast das perfekte Gleichgewicht. Und du siehst die Krähe vor dir. Ganz oben, unter deinem Icon, hast du eine Angriffsprobe. Da kannst du draufklicken. Das ist so ein kleines Schwert. Du kannst auch über deinen... Das wäre, als würde ich auf den roten Würfel beim weißen Speer. Du kriegst noch ein zweites Fenster dann, wo du entscheiden kannst, raufen oder den weißen Speer. Und dann ist es wichtig, ja, dass du ein Ziel hinzufügst. Das machst du über das Plus auf der rechten Seite. Mhm. Da drückst du drauf, dann kommt da ein Reiter und da steht Krähe 1, Krähe 2, Krähe 2. Okay, und auch die Distanz. Dann wählst du Krähe 1 aus und machst deinen Wurf. Nun kommt das, ist der Kampf. Dein Angriff wird gegen die Verteidigung der Krähe gewürfelt. Das ist zum Beispiel jetzt hier, weil die Gewandtheit plus Körperkraft, dadurch, dass du halt die Belastung hast, minus 2. Dein Probenwert ist 26. Du hast es sehr gut geschafft. Und deine Trefferpunkte werden auch automatisch gleich ausgewürfelt. Du siehst, wie sich dein weißer Speer in die Krähe hineinbohrt. Nicht nur den Flügel, nein, du triffst auch den Rippenkäfig direkt darunter. Du hörst ein lautes Röcheln. Die Krähe sieht nicht so erfreut aus. Willst du noch etwas tun? Nee, du kannst nichts mehr tun. Ich wollte gerade fragen, kann ich denn was tun? Nein, kannst du gerade nicht. Also habe ich jetzt gerade eine Krähe am Spieß. Du hast gerade eine Krähe am Spieß, ja. Kann jemand Feuerzauber? Um Notis Willen, warum nimmst du nicht einfach das Glitzerding? Die Krähe sieht, was mit ihrer Kollegin getan wird. Sie wendet sich zu Irana an. Fliegt hin. Und umschwirrt dich. Sodass du ein kleines bisschen abgelenkt bist. Krähe Nummer 1 wird es zu viel. So ein Glitzerding ist es nicht wert. Und du hast dir sehr, sehr weh getan. Du kannst jetzt, die Krähe wird jetzt versuchen wegzulaufen. Wo war das? Da glaube ich, jetzt muss ich kurz was nachgucken. Zeitpunkt, um zu sagen, dass es bei mir spukt. Warum spukt es bei dir?
es hat sich gerade angehört, als würde hier was hinter mir auf den Boden fallen. Und ich bin mir auch sicher, ich habe die Erschütterung im Boden gespürt. Okay. Aber es liegt hier weit und breit nichts. Die Krähen kommen, um dich zu holen. Ja. ganz kurz, ihr könnt kurz weitermachen. Ich muss mal ganz kurz weg. Bin sofort wieder da. Macht ihr ja, ich muss gerade was suchen. Edit, Einsteigerbox. Ich muss mich zuerst. Ein zweiter Abenteuer. Das ist der erste Abenteuer. Nasse Katze. Falls du trotzdem aufnahmefähig bist, Wolfi. Ja. Katha hat bei sich den Bildausschnitt geändert, dass man auch den Chat sieht, damit die Zuschauer auch sehen, wie die Proben gewürfelt werden. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich habe es extra so gemacht, damit man es nicht sieht. Okay. Ansonsten hätte ich euch unten drunter gepackt. Okay. Wir markieren. Ja, du bist schon ganz schön gewalttätig. Trefferpunkt. Jagdtrieb. Ja. Meine schlechte Angewohnheit ist Langschläfer. Das ist viel freundlicher. Ah, jetzt hab ich's. So. Und zwar würfelt die wunderbare Katze jetzt eine Körperbeherrschungsprobe. Katze. Die wunderbare Krähe eine Körperbeherrschungsprobe, um von dir wegzukommen. Sie schafft es. Du kannst jetzt geh mal auf deinen Charakter, Selina. Ja. Geh auf Nahkampf, auf Kampf und mit deinem Speer auf den Würfel. Du hast ja bestimmt immer noch oben die Krähe 2 ausgewählt. Ja. Das 1, 2, 3, 4. Der vierte Punkt von unten heißt Passierschlag. Minus 8. Ja. Da machst du bitte jetzt hinten einen Haken rein. Mhm. Und würfelst einmal. Die Krähe fliegt von dir weg. Du versuchst sie noch zu treffen, aber. Leider ging es daneben. Hat sie was an den in den Krallen? Nimmt sie was? Nein. Nein, sie flieht in voller Panik einfach weg. Mero, vor dir steht eine Krähe und blustert sich und kräht dich an. Würde sie anspringen. Haltegriff. Dann geht es auf Raufen. Und wenn du auf Raufen gehst, kommt ja dieses Fenster. Da wählst du erst ganz oben bei dem Plus die Krähe aus. Das ist Krähe 3. Okay. Dann drückst du, da unten drunter hast du 1, 2, 3, 4 verschiedene Dinge und dann drückst du auf den Haltegriff. Haltegriff. Modifikator? Wird automatisch alles gemacht. Okay. Und dann würfelst du. Misserfolg. Schade. Leider, du springst die Krähe an, versuchst sie zu packen, aber leider weicht sie ein kleines Stückchen aus. Möchtest du noch irgendwas machen? Eine freie Aktion hast du noch. Eine freie Aktion? Ja. Waffe ziehen kann ich, glaube ich, mit der freien Aktion nicht. Nein. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich weitermachen kann mit der freien Aktion. Dann wird die Runde beendet. Alan! Ja, ich sehe, dass alle um mich herum sehr alles gut in den Händen, Pfoten haben. Also, ja. Dass da keine Bedrohung ist. Und dann gehe ich mal zu dem Nest.
und guck mich mal in dem Nest um, was hier gerade frei ist. Von Krähe 2. Dann bitte eine Sinnesschärfe. Hier ist was Selbstbeherrschung. Warte, das sind ja Dinge, die hier auch markiert sind. So. Ja. Das ist ein lustiges Ding. Hier auf der rechten Seite, auf der linken Seite habt ihr, wenn ihr euren Charakter ausgewählt habt, verschiedene Reiter. Verschiedene Punkte, die ihr auswählen könnt. Eins davon ist zum Beispiel Sinnesschärfe, eins ist Selbstbeherrschung, Körperbeherrschung. Das sind meistens die, die man am meisten braucht. Wenn ihr drüber hovert, könnt ihr quasi euren gesamten Talentbaum einmal aufmachen. Und dann auswählen, was ihr würfeln wollt. Sehr praktisch. Du findest ein paar Krähenfedern im Nest. Mehr nicht? Mehr nicht. Langweilig. Aber aufheben kannst du sie leider nicht mehr. Das hat gerade alles verbraucht, was du konntest. Der Krähe hat es natürlich nicht gefallen, dass Meroth sie angesprungen hat. Sie? Anspringen wollte. Ja, ne, du hast sie angesprungen. Das ist daneben, ging ihr sehr egal. Die versucht dich mit ihren Krallen, mit ihrem Schnabel zu picken. Und trifft. Spürst, wie sich der Schnabel in deine Schulter bohrt. Das tut weh. Dann guckt sie sich wieder an. Nino, wo dir steht ein... Wo dir steht eine Krähe, die eben gerade deinem Reisegefährten einmal den Schnabel in die Schulter gerammt hat. Du siehst Blut an dem Schnabel kleben. Ja, das ist sehr unhöflich und ich möchte sie mit meinem Stab bonken. Bonk den Schnabel. Bonk. Dann darfst du bonken. Was mache ich? Ich suche gerade mein Ziel. Da, Krähe 3 ist das, ne? Ja. Fein, fein. Ich glaube, es hat funktioniert. Nein. Ansonsten lasse ich alles, wie es ist. Nein, du hast nicht gewürfelt. Ja. Ich habe noch nicht gewürfelt. Ich bin ja noch am Auswählen. Ach so. Rest lasse ich, wie es ist und drücke auf Wurf, ne? Richtig. Fein. Hätte ich da eigentlich nicht ausweichen können? Nein. Okay. Das wird alles. Es gibt keine Parade und kein Ausweichen in dem Spiel. Das wird automatisch, wenn du dein Charakterblatt mal aufmachst. Das wird mit dem Verteidigungswert bei Kampf geregelt. Je nachdem, welche Waffe du gerade ausgerüstet hast oder welches Schild, steigt deine Verteidigung oder sinkt etwas. Gut zu wissen. Und dagegen muss gewürfelt werden oder wie läuft das? Ja, das ist quasi dann die Schwierigkeit, die automatisch im System eingestellt wird. Das haben wir in der Live-Runde falsch gemacht gehabt. Aber jetzt hatte ich ein bisschen Zeit, mich da einzuarbeiten. Nun, du versuchst, die Krähe zu bonken. Aber du schlägst so erfolgreich daneben, dass sie direkt hinter der Krähe auf. Dass du direkt hinter der Krähe auf den Boden. Auf die Wurzel. Quatsch. Auf den Ast haust. Bisschen vibriert dein Stab. Oh. Was kann ich noch machen? Ich habe noch eine du kannst große Aktion, ne? Du hast eine kleine Aktion noch. Was kann ich damit nochmal machen? Du kannst dich bewegen, also neu positionieren bis zu 2 Meter. Wenn du dich allerdings vom Gegner löst, musst du eine Körperbeherrschungsprobe machen und er kriegt einen Passierschlag. Ja, das möchte ich so gerne. Dann bin ich fertig. Na dann, Kiran, deine Beute ist geflohen. Wenn wir die Äste in der Richtung, in der die Krähe geflogen ist, anschaue, habe ich eine Chance, dem hinterher zu springen? Nein.
Du kannst es versuchen, aber selbst deinem Jagdfieber umnebelten Kopf sagt dir, wenn du den Sprung nicht schaffst, segelst du. Dann tut's weh. Dann tut's sehr weh. Würdest du einen Speer werfen? Nein. Könnte ich? Nein. Aber neben dir hat sich ein zweite Krähe aufgetan. Eine weitere Beute. Ja. Ah, die flattert rum, gell? Die flattert um dich drum rum und versucht dich quasi von der anderen Krähe abzulenken. Dann schlage ich nach der Krähe. Dann? Bitte. Der sagt mir, Krähe 2 ist immer noch 3,5 Schritt entfernt. 3,5 Schritt? Ja, und die Krähe 1 ist bei mir 1 Schritt entfernt. Dann hat es nicht richtig aktualisiert. Trotzdem. Versuch trotzdem anzu. Okay. Reifen. Uiuiui. Du siehst, wie die erste Krähe wegfliegt. Schaust etwas grimmig hinterher. Dann drehst du dich um und wie beiläufig rammst du ihr deinen Speer in den Flügel. Auch sie fängt sofort an zu schreien, zu krächzen. Machst du noch irgendetwas? Eine freie Aktion hast du. Kann ich in das Nest springen? Also in das Nest rein? Du kannst in das Nest jetzt rein. Okay. So. Die arme Krähe. Auch sie. Nee, nicht als Ziel. Ich will kein Ziel haben. Mein Mann hat gerade einen ganz blöden Spruch gebracht. Wisst ihr, was mit der Krähe passiert, wenn sie stirbt? Was denn? Sie kommt ins Krematorium. Oh Gott. Wenn wir dabei sind, wenn wir da sind, in meinem Chat wurde unter anderem geschrieben, ob die Krähen Krav Maga oder Kong Fu können. Wenn wir gerade dabei sind. Diese Krähe versucht sich ebenfalls wieder zu lösen. Du darfst wieder einen Passierschlag machen. Nee, da bin ich nicht gut mit. Nun. Auf dem schnellsten Wege. Er hat sich zwar abgelenkt, aber trotzdem war sie hier nicht gewachsen. Sie fliegt dabei an Land vorbei. Kriegt sie da nicht? Nein, sie fliegt über ihn drüber. Ah, okay. Warte mal. Komme ich gerade ins Nest. Das ist interessanter, schon klar. Gibt wichtigere Dinge. Nun bist auch du sämtlichen Gegnern entledigt. Die Krähe, die du zuerst getroffen hast, flattert so schnell sie kann weg. Und verschwindet einfach aus eurer Sicht. Merod. Eine Krähe hat dir sehr, 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 sehr wehgetan. Ja, sehr. Und ich habe Angst, dass sie mir sehr, 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 sehr wehtun möchte. Wieso dir? Weil ich auch versucht habe, sie zu hauen. Ich mache mal ganz fix Naturpause, klingt echt nett. Ich war ja eh schon dran, ja. Dann versuche ich sie nochmal zu alte Griffen. Okay. Muss ja irgendwann klappen. Ja, bestimmt. Yay! 1 sollte Erfolg sein, oder?
dann müssten jetzt alle den Effekt haben. Und Status? Nein. Ich sehe keinen Status. Ich suche gerade. Was ist los? Halluzinieren stumm. Schmerz, fixiert. Muss ich kurz wieder nachgucken. Doktor? Warum macht der einen Schalt? Alte Griff. Gut. Damit bist du, ist er sowohl eingeengt als auch. Oh, lustig, gibt's gar nicht. Was suchst du denn? Eingeengt, da. Mit uns. Eingeengt und fixiert. Unser lieber Fuchs, das sagt unsere liebe Katze, ist ebenfalls fixiert und kommt von dem Platz gerade nicht weg. Aber hat dafür knuddelt dafür mit einer Krähe. Ja. Die darüber nicht allzu erfreut ist. Das weißt du gar nicht. Vielleicht fehlt ihr einfach ein bisschen Körperkontakt und Kuscheleinheiten. Vielleicht ist genau das der richtige Weg, um mit denen umzugehen. Na dann. Machst du noch irgendwas, Fuchs? Eine freie Aktion hast du noch. Du kannst sie anschreien. Ich würde anschreien. Ja, aber das würde nichts bringen, das Anschreien, oder? Oder ist das ein Einschüchternwurf, oder? Nö. Aber es ist Rollenspiel. Nö, dann würde ich eher Nino sagen, komm, wir machen sie fertig. Los! Ja. Kannst du weiter drücken, Fuchs? Wo? Oben. Die Krähenfedern, die du genannt hattest, ja. Die hier drin sind die hübsch? Nein. Nicht hübsch, sagst du. Nein. Warte mal, wie weit konnte ich laufen? 6 Schritt. 6 Schritt? Das ist ganz schön wenig für diesen Baum. Dann. Wenn du an der Krähe vorbeiläufst, ja. will ich von dir eine Körperbeherrschung machen. Entweder um über die Ecke von hier, über hier nach hier zu springen, oder um ihren Passierschlag auszuweichen. Die wird festgehalten. Die wird gekuschelt. Ja und? Die kann trotzdem hacken. Ja, dann springe ich. Gut, dann spring. Denk dran, es kann auch sehr, sehr, sehr lustig werden. Lustig ist gut, habe ich gehört. Das ist Körperbeherrschung, sagten sie, ne? Yep. Okay. Behende wie eine Katze. Was anderes bist du nicht. Springst du einfach über den kleinen Abgrund, wer die Krähe da neben dir malträtiert wird. Ist okay. Die mögen das, habe ich gehört. Ich könnte mich jetzt ja, ich muss ja einfach wegen der Aktion, ich könnte mich jetzt ja noch 2 Felder weit bewegen. Ja. Mit der kleinen Aktion, aber dann nicht mehr gucken, oder? Dann kannst du nicht mehr gucken, nein. Okay, dann, aber warte mal, wenn ich, gucken ist eine Aktion, ne? Gucken ist eine Aktion, ja. Dann bewege ich mich noch 2 Felder in das Nest, damit ich nächste Runde gucken kann. Was es noch eine nächste Runde gibt. Ich habe nicht vor zu sterben.
Ja, du vielleicht nicht. Aber wenn keine Gegner mehr da sind. Kann ich immer noch gucken. Die. Du Katze. Die Krähe. Macht. Versucht sich aus deinem Wurf, aus deiner Umklammerung zu befreien. Ja, da würde ich versuchen gegenzuhalten mit ja? Kraft, denke ich mal, oder? Mit Kraftakt, ja. Vergleichend, oder? Yep. Ja, ist ausgewählt. Boop. Das heißt, die Krähe gewinnt. Woher siehst du das? Ich sehe da gar nichts. Ich sehe da auch gerade nicht so viel. Die Qualitätsstufe. Ja, Qualitätsstufe gegen Qualitätsstufe. Die Krähe. Ja, bei mir steht keine Qualitätsstufe. Doch, in den Proben. In den Proben, in den Vergleichsproben. Nicht bei dem Gegen, sondern du musst da drüber gucken. Da steht der Körperbeherrschungswurf jeweils. Es gibt jetzt 1, 2, 3, 4 Posts auf der rechten Seite. Ganz unten, da. Mero vom Fass gegen Krähe. Da drüber dein Wurf und da oben drüber Krähe gegen Mero aus dem Fass. Und diese Krähe hat drei Erfolge gewürfelt und du leider plus einen. Die Krähe schreit. Du spürst, wie sich ihre Muskeln anwachsen und wie sie sich aus deinem Griff herauswindet. Und sprengt ihn regelrecht. Darüber ist sie natürlich nicht glücklich. Muss ich nochmal kurz was nachgucken? Dass ich hier ihre Aktion aufgebraucht habe? Das will ich gerade nachgucken. Komm. Ich bin dafür. Ich auch. Nein, damit tut sie nicht ihre Aktion aufbrauchen. Das heißt, sie darf angreifen. Und sie mag es natürlich überhaupt nicht, dass du sie gegriffen hast. Ich hab sie nur geknuddelt. Und sie hackt wieder nach dir. Ich wollte nur ein Kuscheltier haben. Oh Mann, ist das ein Kraftakt? Hä? Ah ne, Entschuldigung, ich hab falsch geguckt. Du spürst wieder, wie sich ihr Schnabel in deine andere Schulter versenkt. So langsam, sie mag dich nicht. Du magst sie auch nicht. Naja, die andere rennt ja auch weg, die einfach. hörst du wohl auf und ich versuche mit dem Stab zu schlagen. Dann? Kriege ich irgendwie einen Bonus, weil sie noch... Nein. Wäre sie noch gegriffen gewesen, ja. Dann hätte sie nämlich eine Verteidigung von 0. Erneut schlägst du. Und diesmal sogar so knapp zwischen Nien und der Krähe... zwischen Nero und der Krähe dazwischen, dass du ihn fast getroffen hättest. Jetzt lass ihn doch mal los. Kutsch, weg. Verschwinde. Ja, ich glaube, das war mein Zug. Ich bin sehr hilfreich. Tiran! Im Wagen bleiben können. Also, wenn du dich anstrengst, es wäre bestimmt möglich, die Krähe noch zu fangen. Welche die jetzt da, von uns porträtiert wird? Die Krähe Nummer 2. Willst du sie fangen? Naja, meine... Entschuldigung, ich hab Schluck aufs Tunnel. Kein Problem. Mein Jagdfieber sagt schon. Wir haben aber noch eine andere Krähe, die könntest du ja auch fangen. Dann würde ich gerne Körperbeherrschung... Ja, erschwert um 3.
um dass du quasi von hier bis hier drüben hinspringen kannst, ohne Aktion zu verbrauchen. Und ich will jetzt, dass es episch beschrieben wird. Okay, ich würfle erstmal und dann beschreibe ich. Außer du botchst. Selbst dann beschreibe ich es. Okay. Mit Erfolg. Oh. Ich hocke in diesem Nest. Unter mir glitzert das Teil, nach dem wir suchen. Und dann höre ich so ein Kräh, als würde sie mich verspotten wollen. Und ich ignoriere das Teil zu meinen Füßen, greife fest mein Speer, mache einen langen Sprung und verfehle das nächste Nest. Du greifst noch nach dem Nest, aber die Äste, die da an sind, sind bloß lose hineingesteckt. Deine katzenhaften Reflexe nützen dir nichts, als unter dir der Boden quasi auftut und du auf den nächsten Ast darunter prallst und dann auf den nächsten. Du schaffst es gerade noch so, dich vor dem Boden aufzuhalten. Hier wird die gesamte Luft aus den Lungen gepresst. Du weißt nicht, wo oben oder unten ist. Und jetzt muss ich kurz gucken. 1. Schmerz strömt durch deinen Körper. Du musst dich wirklich festhalten, dass du nicht noch weiter fällst. Bist für den Kampf, wenn du die nächste Aktion nicht wirklich gut hinkriegst, raus. Okay. Die Krähe ignoriert dich komplett und verschwindet. Ich finde das witzig, wie sehr Cutters Chat das feiert, dass ich gestürzt bin. Nero, du fühlst dich gar nicht mehr so toll. Ja, das Problem ist, wenn ich weglaufe, piekt sie mich eh nochmal. Also von daher. Ja, aber wenn du wegläufst, ist Nino das nächste Ziel. Vielleicht. Ja, aber sie piekt mich trotzdem, weil sie einen Passierschaden kriegt. Also nein. Also, Kampf und Haltegriff. Wieder runterdrücken. Die kommt auch, nicht weg. Ich weiß auch nicht, was der GM da ausdrücken wollte mit dem, was er gesagt hat. Ich? Ich tue doch nichts ausdrücken. Schade. Erneut greifst du nach der Krähe, aber sie springt einfach wieder ein kleines Stück nach hinten und weicht dir gekonnt aus. Darfst weiter drücken? Oder machst du noch eine kleine Aktion? Nö, hab ich ja nichts. Kann hier nichts machen. Na doch, du kannst bis quasi hierhin noch laufen. Dann stehst du hinter ihr. Ja, aber dann hat sie aber trotzdem Passierschlag. Nein. Nur wenn du dich von ihr entfernst. Ach so. Wenn du quasi um sie herum tänzelst. Ja, dann würde ich mich versuchen, ein bisschen weg zu, also rum zu bewegen. Nicht weg, sondern rum, dass er vielleicht auch wen anders sein. Ja, aber dann kann dich zumindest der blöde Typ mit seinem Stab, der immer daneben haut, nicht mehr treffen. Dann trifft vielleicht eher die Krähe. War das okay bis dahin? Ja. Okay. Der blöde Typ. Aber Lars. Wie würdest du ihn bezeichnen? Wie würdest du den Typen bezeichnen? Nino! Hilft mir zumindest nicht so wie die anderen Katzen! Die sind einfach nur wegge. Och, guck mal, das Nest ist da hübscher! Genau! Darfst trotzdem noch weiter drücken, Fuchs? Ja. Wo wir gerade dabei sind, was ist in dem Nest? Ist das hübscher? Weiß ich nicht. Offensichtlich nicht. Ich glaube, die andere Katze kriegt erstmal einen Bab danach.
Also, was du da drin siehst, ist schlecht. Es ist über und über voll mit weißen, braunen und schwarzen Sprenkeln. Es riecht unangenehm. Oh. Ich trete einen Schritt zurück, das ist ja widerlich. Die Krähe. Völlig perplex von dem Schlag, der deutlich weit an ihr vorbeigegangen ist, muss sie sich nun entscheiden. Okay. Ja. Slash R. Ein D2. Dann wollen wir mal gucken. Die 1 ist der ist Mero. Der 2, die 2 ist Nino. Nino! Du siehst, wie sich die Krähe auf dich dir zuwendet. Entschuldigung. Ist bei mir genau oben übereinander. Und ein Schnabel hackt nach dir. Der, der grandios daneben geht. Den habe ich super pariert mit meinem Stab. Richtig. Daneben. Ja, doch. Ich habe nur rumgewirbelt. Ja, die Krähe ist abgelenkt durch das Herumwirbeln. Dann bin ich auch am Zug, ne? Dann bist du auch am Zug. Denn was will die Krähe denn schon anderes machen? Ist jetzt eingekeilt. Mhm. Gibt mir das einen Vorteil, wenn ich sie angreife? Nö. Also frontal angreifst eher nicht. Es gibt leider keinen Backstep. Wo sind Ballister? Was? Kein Vorteil beim von hinten angreifen oder aus der Flankieren? Ich möchte versuchen, sie in einen Haltegriff zu nehmen. Dazu müsstest du deinen Stab loslassen. Haltegriff hat jeder. Das ist eine ist ein Standardangriff, den jede Katze natürlich hat. Wie willst du sonst ansonsten Mäuse fangen? Ich lege meinen Stab vorsichtig auf dem Ast, damit er nicht runterfällt. Fallen lassen. Ich lasse ihn vorsichtig auf den Ast fallen, damit er nicht runterfällt. Dann würfel mal ein D6. Musst du leider händisch eingeben. Was kriege ich hin? Was brauche ich, damit er nicht fällt? Bei 5 und 6 fällt er runter. Ja, dann würfel ich eine 4, das ist okay. Gib's zu, du weißt, wie man einstellt, dass man genau das Dings kriegt. Komm, Mann. Muss ich den anequippen irgendwie, damit das Spiel das Nein. weiß? Du. Geht einfach so, okay. Du drückst einfach auf deinen Angriff, gehst dann auf Raufen. Achso, nicht auf den Haltegriff? Okay. Nein, du gehst auf. Gehst halt auf Raufen. Dann öffnet sich hier nochmal das Fenster. Da wählst du halt nochmal deinen Gegner aus. Wählst dann aus den 3 Punkten Haltegriff aus. Verstand. Und würfelst dann. Ja, das mach ich doch direkt. Du kriegst sie locker gepackt. Erneut ist dieses wunderschöne Tierchen fixiert und eingeengt. Du hättest wegfliegen sollen, als du die Chance hattest. Oh, jetzt hast du dir im Büro. Eben noch schlafen wollen. Und du hättest noch wegfliegen können, als du die Chance dazu hattest. Kiran, dir tut alles weh. Dein Bauch, dein Rücken, deine Arme. Du hast sogar fast einen Speer fallen lassen. Du schaust nach oben. Also du wirst schon ein bisschen brauchen, bis du wieder oben bist. Die Krähe von dir ist weg. Behindert mich der Schmerz in irgendeiner Art und Weise? Das wird automatisch also beim Klettern, ja. Okay. Ich würde trotzdem wieder anfangen, hoch zu klettern. Langsam und vorsichtig und immer darauf bedacht, dass ich meinen Speer nicht verliere, aber ich würde wieder hochklettern. Okay. Also du nimmst
müsstest noch würfeln. Oh, Entschuldigung. Ja. Ah, jetzt können wir nicht mehr zurückgehen. Warte mal, dann würfel ich. Kannst du gerade würfeln? Was muss ich würfeln? Fertigkeit. Fertigkeit, das war. Körperbeherrschung, oder? Körperbeherrschung. Ohne Ziel. Oh Gott. Oh. Mann. Du versuchst, okay, dich am nächsten Ast festzuhalten, aber deine Hand ist so taub. Dein Speer, den du noch nicht auf den Rücken geschnallt hast, behindert dich ebenfalls und rutschst weiter ab und sitzt unten auf dem Boden. Zum Glück bist du weich auf Laub gefallen, aber wieder ganz nach oben zu kommen. Ich mauze und putze mir die Pfoten. Nero! Meroth! Der Herr vom Fass! Ja, jetzt wird mal gemessert. Aber ich glaube, da brauche ich den eine Aktion zum Ziehen, oder? Richtig. Ja, dann mache ich das. Ich hab sie! Los, gib's ihr! Ja, Ranga sieht, wie ich zur Seite greife und mein Dolch ziehe, um ihr dann gleich in der nächsten Runde den Gnadenstoß zu geben. Den Gnadenstoß. Vielleicht. Mit Full Life Krähe gegen angeschlagenes Mero. Mir tut hier alles weh. Ich ja? kann mich gleich um deine Wunden kümmern, aber ich weiß nicht, wie lange ich sie halten kann. Falls du nichts mehr machst, Fuchs, oben gibt's ein Knöpflein für dich. Ich hab kein Knöpflein. Der Kampf ist vorbei. Nee, das Karussell oben ist weg. Achso, warum ist das Karussell weg? Als du eben den Zug geskippt hast, jetzt ist es wieder. Gut, dann. Ich sehe, wie die beiden da, weiß ich nicht, was die da machen mit der Krähe. Aber ich gehe geschickt hin und würde mit meinem Nadelfinger einmal in das Federkleid reinpieksen. Nun dann, mit zwei geschickten Schritten tänzelst du von hinten an die Krähe ran und stichst zu. Ich muss nichts Besonderes einstellen, ne? Außer, dass ich die Krähe auswähle, einhändiger Kampf. Muss ich das noch auswählen? Nein, du musst deine Waffe auswählen, nicht einhändiger Kampf. Hab ich. Ich hab auf die Nadelklinge geklickt. Gut. Und die Krähe ausgewählt und... Ja. Okay. Haha! Geschickt. Ohne Ende triffst du deinen Gegner. Mit einem lauten Krah dringt die Klinge in seinen Rücken. Aber das scheint die Krähe nicht groß zu stören. Oh. Stattdessen fängt sie an, wild zu flattern. Kann ich was sagen, um sie zu demoralisieren, damit sie den Nachteil kriegt? Wenn du dann dran bist, glaub, von mir aus. Ich glaube, sie muss erstmal versuchen wegzukommen oder sich zu befreien. Bitte einen Wurf von dir, eine Vergleichsprobe. Körperbeherrschung, ne? Ja. Oder Kraftakt? Kraftakt. Entschuldigung, war mein Fehler. Kraftakt, Vergleichsprobe. Du hast drei Erfolge. Jetzt muss ich meinen noch machen. Körperbeherrschung, Kraftakt. Du packst sie sogar noch fester. Du drückst sie eng an dich heran. Du spürst, wie sie versucht, sich auszubrechen, aber kein einziges Millimeterchen gibst du nach. Ja. So. Deine Aktionen sind durch den Haltgriff begrenzt. Mhm. Du darfst nur Raufenattacken machen. Mhm. Und auch nur Kopfnuss oder den Ohrbiss.
Ich möchte ganz nah mit der Stirn einmal an die Krähe ran. Ich halte sie ja so gut fest. Also auf gut Deutsch einmal ein Headnut geben und... Ja, der kommt gleich. Aber bevor ich ihr den gebe, sage ich... Der Hauptgrund für das Vogelsterben sind übrigens Katzen. Und dann gebe ich ihr die Kopfnuss. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Gerade als du deinen Kopf nach hinten reißt, um ihn nach vorne zu stoßen, nimmt sie ihren Kopf zur Seite, sodass dein Headbutt geflissentlich ins Leere geht. Aber das, von was du gesagt hast, scheint ihr relativ egal zu sein. Ich kann mal rausnehmen, du bist besiegt und leckst dich unten. Mero, du bist dran. Wieso wird jetzt Alana angezeigt als nächstes dran? Ah, hat sich das nicht gedacht. Hat mich übersprungen. Bei mir wird, bei mir wird Mirot aus dem Fahrer. Ich bin als nächstes dran. Ach, das also ist das Blaue. Das Blaue ist Blau, dann einfach nur der Blaue, nächste. Ja, das Blaue ist der nächste. Das, was ganz vorne ist, ist derjenige, der dran ist. Das bedeutet, dass da eine neue Runde entsteht. Dann würde ich jetzt, Krähe steppen. Stabby, step. Einhändiger Kampf muss ich ja anwählen, weil ist ja... Nein, du gehst auf deinen Angriff, gehst auf deine Waffe. Weil das war bei mir nicht angewählt, der einhändige Kampf, weil der ist ja passiv. Ja, das ist so oder so passiv. Du gehst auf dein Schwertmesser und drückst dort auf den Kampf, auf den roten Würfel. So, dann einfach nur Wurf. Wenn du Krähe ausgewählt hast, ja. Ja, die war ja noch ausgewählt. Acht. Ja. Mit einer... Ich würfel gerade meine Gurke in der Gegend rum. Mit einer fließenden Bewegung ziehst du deine Klinge und stößt sie der Krähe hinten in den Leib. Blut läuft über deine Hände. Auch ein lautes Krähen kommt aus dem Maul, aus dem Schnabel der Krähe, die dadurch wieder anfängt, wild herumzuflattern. Und du darfst auf den Knopf drücken. Ich habe keinen Knopf. Jetzt habe ich einen Knopf. Aha, die zweite! Ja dann, möge er steppen. Steppity, step, step. Hinfort, du Schurke. Auch du tust erneut die Klinge tief in die Krähe rammen. Sie blutet nun aus zahlreichen Wunden und scheint nicht mehr ganz so erfreut zu sein. Hast du genug, oh Schuft? Die Krähe einen großen, lauten Schrei ausstoßen. Versucht sich wieder aus dem Griff herauszuwinden. Wir können es probieren. Vielleicht passiert was Lustiges. Vielleicht bist du noch schlechter. Ja, wenn du noch schlechter bist, du hältst die Krähe fest in deinem Griff. Das hättest du dir eher überlegen sollen. So. Ihr hört ein lautes Krähen. Oh. Das ist kein Problem. Kiran hält uns ja den Rücken frei. Als zwei weitere Krähen von oben herabstürzen, du fühlst einen Windzug bei dir.
so leicht schräg hinter dir. Aber das ist ja kein Problem, weil Kiran uns den Rücken frei. Wo ist Kiran? Von unten kommt ein Schleck. 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 Ja, ich versuch's mal mit dem Orbis, ne? Möge er dich tun. Kopfnuss hat nicht so funktioniert. Krähe hat keine Ohren. Das ist doof. Touché. Ja. Du versuchst sie zu beißen, man merkt so. Links nix, rechts nichts. Verdammt. Ich hätte gern gesehen, was das passiert, wenn das funktioniert hätte. Wie soll das denn hier gehen? Mann! Die Krähe, die kommt von oben her abgeflattert. Fliegt einmal wild über dich drüber. Oh, ich hab da was eventuell. Und streift dich. Ja, ich hab Nachteil schreckhaft. Ich glaube, der würde hier greifen. Ja, der greift hier. Du erschreckst dich. Status. Wo haben wir denn panisch? Da. Du merkst, wie etwas ganz knapp über deinen Kopf hinweg fliegt. Dein Hut fliegt nach unten und landet vor Kirans Füßen. Gibt's irgendeine Reaktion darauf, dass gerade eine Krähe direkt über deinen Kopf drüber geflogen ist? Ich habe gekreischt, ich weiß nicht, ob mein Mikro das aufgenommen hat. Nein, hat's leider nicht aufgenommen. Oh. Ja, Nino kreischt. Eros. Kurz was dazwischen werfen? Gerne. Wenn der unangekommen ist, der Hut, würde Kira aufhören, sich zu putzen. Würde den Hut anschauen, würde zweimal drum rumlaufen, würde den dann nehmen und sich auf den Kopf setzen. Sehr gute Entscheidung. So ein bisschen kann es ja nicht schaden. Strohhut. Der Strohhut ist bei dir weg. Ich hab mir den aus dem Inventar genommen. Ja. Und ich bin froh über die Bibliothek. Kiran hat jetzt einen wunderschönen Strohhut auf. Leider kann ich da seine Figur nicht ändern. Das wäre witzig. So, wie gesagt, Meroth, du siehst, wie ganz knapp eine Krähe über Nino drüber fliegt und er deutlich zusammenschrickt. Ja. Erstmal eine Krähe loswerden. Steppity step step. Wo ist mein. Achso, das. Nur 6 Schaden. Weil sie nicht wisst, was panisch macht. Ah, schön. Sehr gut. Auch erneut bringt deine Klinge in den Rücken ein. Ganz viel Blut läuft nun aus dem arm geschundenen Leib. Willst du noch irgendwas machen? Sehe ich eigentlich unsere. Schade, dass über das Dreieck nicht der Name steht. Untotenkatze. Totenschwörerin-Katze. Kira. Wenn ich drüber habe, sehe ich da nicht. Sehe ich Kira von da oben? Müsste jetzt aktuell sein? Ja, haben wir immer da. Nein. Die sitzt da ganz unten relativ nah am Stamm und
ist nicht sichtbar. Nö. Okay, dann habe ich erstmal nichts zu tun. Achso. Jupp. Eine zweite Krähe taucht auf. Auch sie fliegt ganz tief über Nero hinweg. Mehr als Panik haben kannst du nicht. Mehr Panik. Mit einem lauten Kra ist alle anderen wieder dran. Die Krähe vor mir, wie sieht denn die aus? Also ist die noch im... Also die haben wir jetzt ordentlich zusammengepiekst. Oh, sie tot! Scheint sie noch motiviert zu sein, zu kämpfen? Oder eher ist sie eher motiviert... Sie ist eher motiviert abzuhauen. Und zwar ziemlich schnell. Ja, okay, dann... Aber wirklich lebendig sieht sie fast nicht mehr aus. Wenn die Frage ist, also ich konkretisiere meine Frage, wenn ich jetzt an ihr vorbeilaufen würde, wäre sie in der Lage, einen Spontanangriff zu machen oder ist sie mit sich selbst beschäftigt? Ein Spontanangriff wäre möglich, allerdings siehst du an ihren Bewegungen, dass sie wahrscheinlich definitiv nicht treffen würde. Okay, ich glaube, dass wir vielleicht einfach, ich überlege, ob wir nicht einfach Grab and Run machen. Ich mach, glaube ich, Grab and Run. Ich versuche, in das Nest, das andere Nest zu gehen. Ja, mit 5 Schritt kommst du gut hin. Und dann nächste Runde greifst du wahrscheinlich zu. Korrekt. Rehe vor dir. Zappelt. Zittert. Versucht sich erneut. Befreien. Aber da ich panisch bin, werde ich da auch nicht mehr viel gegen machen, oder? Nein. Ja, trotzdem ein Misserfolg. Ja, aber sie rutscht aus deinem Griff und versucht noch wegzuhopsen. Mero darf einen Angriff, einen Passierschlag machen. Das werde ich auch versuchen. Musst du sich vorher aus meinem Griff befreien, damit sie nicht mehr ihren Dings hat? Ja, natürlich... Bitte noch einmal würfeln. Hey, es nutzt deinen Vorteil. Ja. Aber trotzdem. Ihr seht, wie die Krähe. Das war das Messtool. Seht, wie die Krähe wegspringt und dort aus anfängt zu fliegen. Und Fuchs, du musst, ich muss weitergeben. Nino, ich möchte über dich sind, von diesem Baum runter. Ja, über dich sind 2 Krähen drüber geflogen. Ja, der schnellste Weg ist gerade nach unten. Ist da ein Ast, auf den ich runterspringen kann, relativ gefahrlos? Oder? Ja. Ja, dann würde ich versuchen, mich da abzuseilen und von Ast zu Ast zu springen, um möglichst schnell wieder... Bitte einmal Körperbeherrschung. Aber gerne doch. Achso, ohne Target, ne? Ohne Target. Ja. Du siehst, du hörst dieses Flattern, du spürst den Windhauch. Du drehst dich um. Siehst den Ast unter dir. Du springst. Aber leider bist du daneben. Auch du fällst nach unten, knallst von einem auf den anderen, Entschuldigung, falscher Knopf, auf den anderen Punkt, auf den anderen Ast. Und auf einmal tut dir alles weh, als du unten im Laub ankommst. Lass dich mal ganz los fallen. Hui! Was ist eigentlich Was ist eigentlich interessanter? Katze im Nest oder Katze im Baum? Inwiefern interessanter? Naja, da sind noch 2, die angreifen wahrscheinlich.
Wirst du sehen, wenn es soweit kommt. Kiran, du hörst ein lautes Plumpsen und ja, Blätter fliegen herum. Als Nino auf einmal neben dir landet. Sehr, sehr unsanft. Spring zur Seite und fauch erstmal. Das habe ich nie erwartet. Die Krähe, die Nino gerade vom Baum gescheucht hat, fliegt von dann. Ja, dann würde ich auch mal sagen und tschüss und runter mich What? Gleiten lassen. Hallo? Hallo? Können wir mal bitte nicht das, den einzigen hier, den der die Aufgabe erfüllt? Das ist mir ja ganz peinlich, dass ich jetzt auch mal wegrenne. Du hast ja deine Gier danach. Halt immer wieder so. Jedes Mal werde ich zurückgelassen von meinen Mitstreitern. Können wir das ganz kurz festhalten? Jedes Mal, wenn ich Julius spiele, muss ich zurückgelassen. Fragen, woran das liegt. Zurückgelassen, wenn du dich erstmal um andere Dinge kümmerst als um die ja. wichtigen. Die wichtigen dann kann ich auch nichts dafür. Wir müssen dieses Glitzerteil finden. Das hast du verdient. So. Ich bin aber trotzdem jetzt erstmal unten. Nino, es macht zwar nicht so sehr Plautz, aber es macht trotzdem Wuff. Als neben dir ein ziemlich zerzaustes Fehlknäuel in den Blättern landet. Katzenlandung! Es sieht aus, als hätte er eine Superheldenlandung probiert, jedoch ist die. Naja. Kira faucht erneut. Maut ist dann vor sich hin. So, was macht ihr denn hier? Und dann guckt nach oben, wo Nummer 4 bleibt. Auch diese Krähe. Schlafen soll. Verschwindet. Ja, sehr schön. Und damit endet die Begegnung. Was? Ja, perfekt. Alan. Ganz entspannt. Das finde ich jetzt aber auch sehr, sehr ungehalten darüber, dass die Krähen jetzt einfach abhauen. Ja, die wissen einfach, dass sie keine Chance haben. Können wir diese Begegnung bitte nochmal anstellen und mal... Keiner von uns hat Zeitreisefähigkeiten. Ich durchsuche entspannt das Nest. Also ich hätte gern die Live-Runde wieder, weil die war deutlich epischer. Ja, da haben sie die Krähen gegen Baum gehauen und mit dem Schnabel im Baum verankert, dem Schnabel dann abgehackt. Au, what? Nein, wir sind nicht böse, wir sind gute Kätzchen. Das war gerade die Katze, die sich so rausgehalten hat. Ja. Die meinte so, ach komm, das können wir ja machen. Nee, siehst du? Ich nehme euch mal den... Ich suche das Nest. Jep, ich will bloß gerade mal den Besiegt-Marker wegnehmen. Nun, in dem Nest findest du einen länglichen, glänzenden Gegenstand. Meiner? Was finde ich noch? Da muss ich kurz wieder... Jetzt habe ich ja Zeit, mich umzugucken. Dann muss ich ja nicht hetzen, weißt du? Aber jetzt, wenn die Krähen weg sind, könnte man ja auch wieder hochklettern. Die Krähen fliehen jeweils in ihre LP, ja, bla. Du findest... Die Punkte der zweiten Krähen waren noch nicht angekratzt. Nein, die waren einfach bloß dazu da, um euch zu distracten und der einen Krähe die Flucht zu ermöglichen. Das haben sie geschafft. Ja, wenn Alan da oben das Nest durchsucht, möchte ich mich gerne Kiran und vor allem Mero zuwenden und anfangen, sie zu heilen, wenn ich darf. Kannst du gerne. Den Wagen machen.
hat sich denn das jetzt geöffnet? Du darfst sehr gerne, wenn du zaubern willst, zaubern. Ich möchte. Ich guck gerade, ich habe zwei Sachen, mit denen ich heilen kann. Ich muss nur gucken, wie die sich unterscheiden. Mit dem einen kann ich, glaube ich, mehrere heilen. Das würde Sinn machen. Ist die Frage, ich habe nur Schmerz. Ich habe keine Lebenspunkte verloren. Ja. Glaub, die einzige Katze, die völlig verschwunden ist, ist die Streunerkatze. Okay, also dann, so kann, immer. Dann kann ich die Heilung auf dich anwenden. Ich habe dich verklebt, Entschuldigung. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück unten auf den Wagen und wenn wir da sitzen, dann fange ich an, dich zu putzen und deine Wunden zu lecken. Alan, du findest in dem Nest eine wunderschöne, glitzernde, lange, bunte Feder. Meins. Und vier schillernd kleine. Alle meins. Die du dir sorgfältig einsteckst. Und vor allem. Kann ich mir die große funkelnde, die große glitzernde an den Hut stecken? Kannst du gerne machen. Danke, die stecke ich mir sofort an den Hut. Und die anderen stecke ich ein.